Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik Channel. Heute geht es um das Thema DJI CareRefresh Plus. Meine Drohne ist mittlerweile auch jetzt fast ein Jahr alt und ich habe damals den DJI CareRefresh Vertrag abgeschlossen. Der beinhaltet ja einen Austauschservice im Unfallschutz bzw. Flyaway Coverage. Bedeutet also immer, wenn ihr Flugmanöver macht und die Drohne stürzt ab, bekommt ihr gegen eine kleine Gebühr diese neu ersetzt. Das ist jetzt ein Jahr gültig gewesen. Jetzt läuft es wie gesagt ab und ich habe gesehen, es gibt den DJI CareRefresh Plus. Das bedeutet also, wie hier auf der Grafik dargestellt, ihr habt ein Jahr das DJI CareRefresh und ihr könnt für ein weiteres Jahr dieses DJI CareRefresh erweitern oder verlängern und das heißt dann DJI CareRefresh Plus. Beinhaltet auch hier wieder Ersatzteile immer auf der sicheren Seite, Flyaway Coverage, schneller Expressversand, Wasserschäden, alles kein Problem, kostenloser Versand. Und ich finde das auf jeden Fall sinnvoll, daher schließe ich das ab und ich habe mir einfach gedacht, ich mache mal ein kurzes Video, wie das Ganze hier abläuft. Also ihr fährt einfach hier runter und klickt auf Bestellen. Wählt dann eure Drohne aus. Ich habe hier die DJI Mavic Air 2 für 59 Euro. Genau, und man soll also sicherstellen, dass auf jeden Fall ein aktuelles CareRefresh noch gültig ist. Ihr müsst also aktuell noch ein laufenden Vertrag eines CareRefresh-Programmes haben. Ich habe hier eine Seite gefunden, CareRefresh einsehen, da könnt ihr draufklicken und wenn ihr dann eure Seriennummer eingebt, die ihr bei der Mavic Air 2, wenn ihr den Akku ausbaut, unterm Akku findet, dann seht ihr also, dass ich hier ein aktiven Vertrag habe und ich somit berechtigt bin, den Care Plus Vertrag zusätzlich abzuschließen. Also springen wir nochmal zurück, klicken auf Jetzt bestellen. Jetzt braucht er nochmal die Seriennummer. Absenden. So, jetzt Vor- und Nachname, Telefon. Senden. Das Ganze übernimmt er noch. Ich habe noch hier 89 Cent als Guthaben drin. Versandmethode keine. Ich zahle mit PayPal. Ich klicke einfach auf Bestellen. Und das war's. Jetzt wird das Ganze verarbeitet. Das dauert meistens ein paar Minuten und am Schluss solltet ihr eine E-Mail erhalten mit der Bestätigung, dass das CareFresh Plus Paket für euch erfolgreich gebucht wurde. 10 Minuten sind ungefähr vergangen. Als Status steht jetzt bearbeitet und abgeschlossen und ich habe hier auch schon meine E-Mail bekommen mit dem Vertrag und dem Service Agreement mit allen Daten. Und somit ist der Vertrag nun gültig. Ich hoffe, es hat euch gezeigt, wie einfach es ist, eigentlich hier den Vertrag zu verlängern. Ich empfehle es auch tatsächlich jedem, weil so ein Flugunfall ist mal schnell passiert. Und wünsche euch dann noch einen allzeit guten Flug. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Euer Jan von Jans Technik Channel.